Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf smartcode.de. Heute testen wir mal den Anker Pocket Bluetooth Speaker. Das ist ein 3 Watt Lautsprecher mit NFC und Bluetooth. So, packen wir das Gerät einfach mal fix aus und gucken, was noch an Zubehör mit dabei ist. Wir haben hier wie gewohnt unsere Garantiekarte und Bedienungsanleitung. Hier haben wir auch schon den Lautsprecher und haben hier noch das restliche Zubehör in einer weiteren Schachtel. So, der Lautsprecher ist hier auch nochmal in so einer Schutztüte. Und es fällt auf, der ist wirklich sehr klein. So, hier liegt auch schon das komplette Zubehör. Wir haben hier einmal unsere Schutztasche, dann den Pocket Speaker von Anker. Dann haben wir hier noch ein 70 cm Lade-USB-Kabel und dann auch noch ein 70 cm Aux-auf-Micro-USB-Audio-Kabel, mit dem wir unsere Musik von Audiogeräten, die kein Bluetooth oder NFC haben, ganz einfach auf den Pocket Speaker übertragen können. So, gucken wir uns den Lautsprecher am besten mal von allen Seiten etwas genauer an. Wir haben hier oben ein Anker-Logo, welches in einem Gitter integriert ist. Dann haben wir hier seitlich auch nochmal so Luftlöcher, wahrscheinlich für den Bass. Dann hier der Power-Button, der leuchtet auch. Und wenn man dann das Gerät einschaltet, ertönt auch ein Signal. Blinken bedeutet, dass er auf der Suche nach einem Bluetooth-Gerät ist oder NFC-Gerät. Wir verbinden ihn gleich mal. Und hier hinten haben wir dann noch den Micro-USB-Schlitz zum Laden des Gerätes oder zum Übertragen von Musik mittels des AUX-Kabels. So, ansonsten ist hier unten noch eine Gummischicht, die das Wegrutschen des Lautsprechers ein bisschen verhindern soll. Und es funktioniert auch wunderbar. Also der Lautsprecher, der sitzt hier fest und kann nicht einfach so wegrutschen ohne weiteres. So, verbinden wir doch einfach mal das Handy mit dem Lautsprecher via NFC. Dazu legen wir das hier einfach mal drauf. Und siehe da, wir bekommen hier schon eine Nachricht, ob wir uns mit dem Anker koppeln wollen. Tun das auch mal ganz fix. Und jetzt ist auch schon die Verbindung hergestellt. So einfach funktioniert das. So, testen wir nun den Sound des Anker Pocket Speaker. Und ich werde dazu ein Lied auf kleinster Lautstärkestufe starten und nach und nach bis zur maximalen Lautstärke das Ganze steigern. So, das soll es im Prinzip zum Soundcheck gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr einigermaßen die Qualität des Gerätes hier raushauen konntet. Ich möchte euch noch ganz kurz ein paar Informationen zum Anker Pocket Speaker geben. Und zwar ist der Anker Pocket Speaker 4,5 x 4,5 x 4,5 cm groß oder klein, wie auch immer, und wiegt dabei insgesamt 90 Gramm und bietet ansonsten eine lange Spielzeit und auch auf der anderen Seite wieder ein schnelles Aufladen. Denn wir haben hier bei einer Lautstärke von 80% circa 12 Stunden lang Musik und können innerhalb von 3 Stunden die Batterie wieder voll aufladen mittels des mitgelieferten Micro-USB-Kabel
Und ich muss sagen, einen Lautsprecher in 3 Stunden komplett aufzuladen und dann 12 Stunden hier Musik hören zu können, das ist ein echt cooles Feature und gerade für die Größe hier eine ganz feine Sache. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck über den Pocket Bluetooth Speaker von Anker geben und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Würde mich da natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Euch werden da auf jeden Fall in nächster Zeit eine Menge spannender Videos erwarten. Ich will aber auch noch nicht zu viel verraten. Bleibt einfach gespannt und ja, ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen, bei Kritik, über einen Kommentar und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich versuche alle zu beantworten. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.